Hi Leute! Ja, ich habe wieder ein neues Video für euch vorbereitet. Diesmal geht es um den Fünfer und den Motorschaden von dem Kleinen hier. Da wollte ich euch nochmal kurz die Story zu erzählen, wie es passiert ist, wie ich das bemerkt habe. Und ja, vielleicht hilft es den einen oder anderen, der sich auch einen Diesel holt oder hat. Fangen wir mal an. Also, ich hatte den Wagen mit über 90.000 Kilometer gekauft damals. Und ich glaube, bei 152.000 ist das dann so langsam aufgetreten, sage ich mal. Also ich hätte am Anfang gemerkt, es war Winter und wenn ihr den Wagen morgens anmacht, habt ihr diese Kaltlaufphase kurz eben halt. Und in dieser einen Minute hat man auf einmal gemerkt, dass er ein bisschen ruckelte. Also ganz, ganz leicht eben halt. Und das ist mir natürlich aufgefallen. Und ja, ich habe mich mal schlau gemacht, woran das liegen kann, habe dann im Forum geschaut und ja, da haben viele geschrieben, wie gesagt, dass die Ansaugbrücke verkokt sein kann. Laufleistung so wird als hinkommen, dass das passieren könnte. Ich so, alles klar, kannst ja jemanden finden, der sich damit auskennt und fährst einfach mal hin und kannst ja mal sauber machen. Und wie gesagt, ich hatte dann nämlich im Forum schlau gemacht und ja, bin dann nach Siegen gefahren. Und mit dem Kollegen vom Motor Talk haben wir das dann zusammen gemacht. Danke nochmal. Vielleicht siehst du das ja hier. Ja, hatten das mal gemacht und dachte ich eben, daran liegt es eben. Aber wie ich dann feststellen musste, das lag daran dann jetzt auch nicht. Ja. Nächster Punkt war dann Glühkerzenwechsel. Bekannten gefahren, der ist auch Kfz-Meister. Und der hat mir den Glühkerzen gewechselt. Aber er hatte beim Glühkerzenwechsel gemerkt, dass eine, ich glaube die dritte war es oder so, die hat er nicht wechseln können. Also sie hat sich die ganze Zeit mitgedreht. Da sind wir davon ausgegangen, dass die vielleicht abgebrochen ist. Ja. Kann auch mal passieren. Und ja, bevor wir dann noch da was kaputt machen oder dass da hereinfällt, die Glühkerze und so, haben wir gesagt, nee, dann lassen wir es erstmal so. Und dann bin ich nach Unna zum Bosch-Vertragshändler gefahren. Weil ich habe mich dann mal schlau gemacht im Internet, die haben so Spezialwerkzeug. Die können die Glühkerze dann so rausbohren, ohne dass sie da reicht, sag ich mal, reinfällt, wenn du Glück hast. Und die schneiden dann neues Gewinde nach. Ja. Also, wie gesagt, ich bin dann quasi von der Werkstatt, das war in Arnsberg von dem Kollegen, habe ich den Wagen abschleppen lassen zur Bosch-Werkstatt, weil ich wollte damit nicht weiterfahren. Also man hat schon beim Fahren ein leichtes Klackern gehört. Und ja, ich hatte es gehofft, hatten wir dann eben halt, dass dieses Klackern davon kommt, dass vielleicht die Glühkerze, die drin ist, die abgebrochen ist, ein bisschen ja, sag ich mal, Spiel hat und das immer klackern, dass das dann hörst eben halt. Das hat man gehofft eben halt. Aber ja, also der Wagen war dann bei der Bosch-Werkstatt und die haben das dann alles probiert und so. Und die Glühkerzenwechsel, die eine rausschneiden, also rausbohren, das Gewinde reinschneiden. Und das hatten die auch geschafft. Hatten die alles super hingekriegt und hatten den Wagen dann gestartet. Und hatten gemerkt, dass es dann klackert. Immer noch klackert. Ich so, Alter, ich habe schon die Krise gekriegt. Wa? Aber wenn du so überlegst, der Wagen ist weg und du denkst, ey, das Schlimmste wäre, was passieren kann, Motorschaden. Hoffentlich nicht. Weil ist ja nicht mal eben so, wa? So ein scheiß Motor. Und was ist, die hat mich dann angerufen, haben gesagt, nee, tut uns leid, an den Glühkerzen liegt es nicht. Ja, und halt, wenn der Wagen schon mal da ist, wa, schaut man bitte nach, woran kann das liegen. Und dann hatten sie quasi den ganzen Motor und Ölwanne hatten sie demontiert und alles mal nachgeschaut und dann hatten sie gesehen, Lagerschaden, sechste Zylinder und vermutlich durch die Ölpumpe ist das dann passiert. Und wie gesagt, dass das Öl nicht richtig zum sechsten Zylinder hingekommen ist und dass er dann kaputt gegangen ist, ja. Jetzt zeige ich mir auch nochmal die Rechnung davon, die blende ich auch gleich nochmal ein, dann könnt ihr es mal sehen. Und Foto auch vom Abschleppen, das war echt traurig. Den Wagen hatte ich ja jetzt, also zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre, gar nicht, ja, doch ein bisschen mehr, 2,5 Jahre hatte ich den. Und ist echt super, der Wagen. Und ich freue mich jedes Mal wieder mitzufahren, weil der ist super gedämmt, komfortabel, du hast eine geile Musikanlage, ich habe hier DAB Plus drin. Und das ist echt alles richtig geil. Und ich hatte noch nie einen Motorschaden. Muss man sich mal überlegen. Ich bin jetzt bestimmt, seitdem ich Führerschein habe, habe ich fast nur BMWs gefahren. Und ja. Und nie Probleme dran gehabt. Und dann bei so einem Wagen, der neueste Wagen ist, vor allen Dingen 2011 und gerade mal 150.000 gelaufen für einen geiler Porsche, Mann, so ein junger Typ. ja, wie gesagt, noch nie Motorschaden. Der Wagen war der neueste, den ich jemals hatte, 2011 und 150.000 gelaufen für Diesel. Hey, das ist nix.
Aber habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja. Und wenn ich mir so überlege, damals E36, Dreier Coupé und Cabrio, Alter, die kaufst du locker mit 200, 230.000 ein, den Sechszylinder. Und die halten 300.000 noch länger. Das ist ja kein Thema. Aber wenn es dann an der Ölpumpe lag, ist natürlich scheiße. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Ich hatte auch nochmal BMW angeschrieben, wegen Kulanz und so, ob die mir was dazugeben würden, aber habe keine Chance. Tja, weil seitdem der Wagen aus der Garantie ist, habe ich den immer beim Kollegen warten lassen, der ist auch Kfz-Meister, und habe ich mir gedacht, ja, wird schon nichts passieren, ne? Aber scheiße ist. Also in dem Falle wäre es natürlich besser gewesen, hätte ich den immer bei BMW gewartet. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, wenn ich den immer bei BMW warten lassen hätte und die hätten dann den Motor von BMW da eingebaut, die Kosten wären ja mindestens genauso hoch gewesen, weil die BMW-Motoren ist natürlich viel höher, die Kosten, die da haben, und wenn die den einbauen. Und wenn ich dann Selbstbeteiligung dabei habe, ich glaube nicht, dass ich dann günstiger vielleicht weggekommen wäre. Und das ist ja so die andere Sache. Und ja, wie gesagt, dann hatte ich mich schlau gemacht im Internet. Ja, was machst du jetzt? Der Wagen steht aber Bosch rum. Tja, die hatten jetzt nicht so viel Erfahrung mit Motor einbauen und so. Und dann hatte ich gesehen, da gab es so eine gute Firma in Köln, war das. Ich weiß gar nicht, muss ich nochmal gucken, ob ich die Internetseite nochmal finde. Und die hat sich darauf spezialisiert, nur BMW-Motoren also neu zu machen und die wieder einzubauen. Ja, und die hat mir dann ein Angebot zugeschickt. Und ich glaube, das war fast 5.000 Euro. Also der Motor, den sie bekommen haben, der war knapp 49.000 gelaufen. Und der wurde komplett, sag ich mal, revidiert. Also alles neu gemacht, Plan geschliffen, alles kontrolliert. Und das war echt super. Und dann habe ich den quasi dahin abschleppen. Also die haben den auch geholt. Die Abschleppkosten waren damit drin in dem Preis. Und jetzt könnt ihr den Porsche mal sehen von gerade. Er fährt jetzt an uns vorbei. Ich weiß nicht, das ist ein ganz neues Modell. Aus Wuppertal kommt der. Sieht schon geil aus. Und das hat dann quasi, die haben den dann abgeholt. Und das hat dann quasi, ich glaube, einen Monat gedauert ungefähr. 3-4 Wochen hat es auf jeden Fall gedauert. War natürlich scheiße, so lange Wagen weg und du weißt nicht, ob alles klappt und so. Ja, aber wie gesagt, hat zum Glück alles geklappt und ich fahre den jetzt seit über 30.000 Kilometern ohne Probleme. Und ja, ich hoffe, er hält weiter durch. Aber das wünsche ich niemandem. Ne? So Motorschaden ist echt das Schlimmste, was geht. Also, was passieren könnte. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, wie das bei euch ist. Habt ihr schon mal Motorschaden gehabt oder kennt ihr jemanden, der einen hatte? Habt ihr es wieder hinbekommen? Habt ihr den Wagen lieber verkauft mit dem Motorschaden? Das hatte ich ja auch erst überlegt. Ne? Aber mit dem Motorschaden den zu verkaufen, du kriegst ja gar nichts mehr dafür. Die Händler, die geben ja nichts. Du packst ja im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann machst du das mit dem Motor neu einbauen lassen. Und hat da natürlich super alles geklappt. Ja, also das wollte ich euch gerne mal mitgeben eben halt, weil das lag mir sehr am Herzen, weil ist immer so eine scheiß Situation gewesen und würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Würdet ihr den verkaufen oder würdet ihr den mal einbauen? Alles klar, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, freue mich wie immer über ein Like und ein Abo auch. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ich sag mal, wir sehen in den nächsten Tagen und dann gibt's was von M3. Alles klar, ciao, ciao. Look around, nobody's watching us. We're all alone, the sun is going down. Why can't you see? I wanna feel through my bones. I can't even